Annette, wie mache ich das eigentlich, meine Intuition spüren? Wie kann ich meine Intuition spüren? Wie kann ich den Zugang zu meiner inneren Stimme bekommen? Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Deine Gesundheit machst du selbst. Mein Name ist Dr. Annette Jasper. Und ja, es ist eine sehr wichtige Frage, die mir da gestellt worden ist. Und daher habe ich zu dieser Frage eine Podcast-Folge gemacht und ich bin mir sicher, diese Podcast-Folge wird dich zum Schmunzeln bringen, denn ich habe wirklich eine so einfache Methode, wie du deine innere Stimme hören kannst, dass du am Ende der Podcast-Folge ganz bestimmt innehalten wirst und sie einfach ausprobieren wirst. Und aus dem Grund ist diese Folge auch kurz und knackig, denn manche Dinge brauchen einfach auch nicht viele Worte. Also, bis gleich. Jeder von uns kennt den inneren Kampf, das innere Zwiegespräch zwischen dem Kopf und dem Bauch. Oder manche sagen auch dem Kopf und dem Herz. Ja, wenn es darum geht, soll ich jetzt den Job wechseln? Soll ich in die Firma XY gehen? Oder soll ich bleiben, wo ich bin? Ja, und vielleicht macht sich der ein oder andere eine Liste. Und die Liste ist ja etwas, was der Kopf ja überdenkt. Ne? Also ich habe auch nichts gegen so eine Liste, aber es ist natürlich, das muss dir bewusst sein, das ist der Kopf, der da erst einmal eine Stimme bekommt. Ja, du machst dir vielleicht so eine Pro- und Kontra-Liste. Ja? Und dann schreibst du dir hin, was im Augenblick in deinem Job gut ist, was dir gut gefällt, was für diesen Job spricht und was dagegen spricht und dann für den neuen Job, was du schon weißt, eben auch. So. Aber irgendwie macht dich das noch nicht glücklich, weil irgendwie kannst du noch keine richtige Entscheidung treffen. Und dann hast du mitbekommen, ja okay, innere Stimme befragen. Die innere Stimme befragen, weil die weiß es besser. Ja, das ist unser Unbewusstsein, also unser Unterbewusstsein, welches viel mehr weiß als das Bewusstsein. Ne? Also das Bewusstsein ist so die äußerste Spitze des Eisberges. Aber der Eisberg ist ja weit, weitaus größer. Also das meiste, was wir so erfahren, erfahren wir in unserem Unterbewusstsein. Und wir nehmen so viele Dinge auf, die wir gar nicht in Worte fassen können. Und unser Unterbewusstsein, das weiß sofort, wenn wir einem Menschen begegnen, ob wir ihm vertrauen können. Ja, ob er gut für uns ist, ob die Zusammenarbeit gut ist oder so. Wie machst du das jetzt aber? Das Unterbewusstsein befragen, diese innere Stimme befragen, der inneren Stimme ja einen Raum geben und sie so laut werden zu lassen, dass du sie auch hörst. Ja? Viele von uns, die sind so verkopft, die hören diese innere Stimme nicht. Ja? Manche sagen auch zu der inneren Stimme Gefühl. Ja, ich habe so ein Gefühl, das ist gut für mich oder ich habe das Gefühl oder mein Gefühl sagt mir. Ne? Also ich denke kaum jemand sagt, also zumindest höre ich das seltener, dass jemand sagt, mein Herz sagt mir. Also wir sprechen meistens von der inneren Stimme oder von dem Gefühl. Und damit meinen wir eben die innere Stimme. Also ich sage auch innere Stimme. So, Meditation ist natürlich ein super tolles Tool, aber ich weiß, da haben die einen oder anderen noch große Probleme mit, ja. Und wenn du nicht geübt bist in der Meditation und du stehst jetzt vor so einer Entscheidung, dorthin oder also in den neuen Job annehmen oder in dem alten Job bleiben, du stehst so vor dieser Entscheidung, dann wird es möglicherweise schwer, während der Meditation diese innere Stimme so zu hören, weil du bist noch nicht geübt und die Stimme ist noch sehr leise und möglicherweise kommt einfach immer wieder dein Kopf in die Quere, ja, und du durchdenkst die Dinge quasi, die du schon auf die Liste geschrieben hast, die durchdenkst du während der Meditation dann auch noch einmal. Also, was rate ich dir?
Und jetzt kommt mein Rat und du wirst gleich lachen, ich bin mir sicher. Ich rate dir, nimm eine Münze, wirf eine Münze. Ich weiß, du hältst jetzt die Luft an und sagst dir, Annette, soll ich jetzt die Entscheidung dem Zufall überlassen? Soll ich jetzt die Entscheidung der Münze überlassen? Aber pass auf, was ich noch weiterhin zu der Münze sagen möchte. Und zwar, mach dir am Anfang klar, was Kopf bedeutet und was Zahl bedeutet. Also meinetwegen, Zahl bedeutet, du gehst in einen neuen Job, weil der besser bezahlt wird. Ja? Kopf bedeutet, du bleibst in einem alten Job. So, das muss dir am Anfang, bevor du die Münze wirfst, ganz klar sein. Ja? Du hast dir diese Pro- und Kontraliste schon gemacht und dann weißt du, okay, Kopf ist so, Zahl ist ein neuer Job. Und dann wirfst du die Münze. Und wenn du, also das ist dieser klitzekleine Augenblick, wenn du siehst, wie die Münze gefallen ist, ja, ob du auf Kopf oder auf Zahl schaust. Also du musst dir vorher auch definieren, was gültig ist, ja. Also meinetwegen, die Münze fällt und du siehst sozusagen auf das, was die Oberfläche ist, das ist das, was dann für dich gültig ist, was die Münze quasi sagt, ja. Sagen wir mal, die Münze zeigt dir Zahl, was bedeutet in den neuen Job gehen. Und dieser winzige Augenblick, ein Zehntel der Sekunde sozusagen, während du drauf guckst und erkennst, ist es jetzt Kopf oder ist Zahl? Wie fühlst du dich da? Was bekommst du da sozusagen innerlich mit? Weil das ist deine Intuition, das ist deine innere Stimme. Spürst du einen Anflug von Freude? Ah ja, es ist die Zahl. Ja, oder bist du enttäuscht? Ja, oh nein, es ist die Zahl. Ja, und das ist das, was dir deine Intuition sagt. Ja, also die Münze ist nur eine Hilfestellung. Die Münze ist eine Hilfestellung, damit du für einen Augenblick deinen Kopf ausschaltest. Weil dann hörst du deine innere Stimme. Ganz ehrlich, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was für ein Feedback ich von dir bekomme, ob du das ausprobierst mit der Münze und was dir das bringt. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und belüg dich da selber nicht. Mach dir wirklich im Vorfeld klar, was Kopf bedeutet, was Zahl bedeutet und mach dir vorher diese Pro- und Kontraliste, am besten so aufgeschrieben. Und dann, weil dann hast du alles, was der Kopf sagt, das hast du dann quasi abgehandelt. Und dann sagt deine Intuition sozusagen die Meinung. Ich bin so gespannt, wie dich das weiterbringt. Schreib mir sehr, sehr gerne unter den Posts auf Instagram. Schreib mir auch sehr gerne eine E-Mail und berichte von deinen Erfahrungen. Und wenn dir diese Folge etwas gebracht hat und wenn dir der Podcast als solcher überhaupt was bringt, dann nimm dir doch bitte 1-2 Minuten Zeit und gib ihm eine 5-Sterne-Bewertung. So hilfst du ihm, von anderen Menschen besser gefunden zu werden, dass er einfach auch mehr Menschen erreicht und ihnen in ihrer Gesundheit hilft. Und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, richtig gute, tolle Entscheidungen. Also eine Einheit zwischen Kopf und Intuition, Kopf und Herz. Und ja, dass es dir richtig gut geht dabei. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Annette.